Neurowissenschaftlerin, diese Qualität braucht für die Karriere. Das soziale Umfeld zu beobachten und nachzudenken, bevor man handelt, das sind Eigenschaften, die man besonders häufig bei introvertierten Personen finden kann. Sie drängen sich selten mit einer unreflektierten Meinung auf, was sie auf andere Menschen angenehm wirken lässt. Stattdessen stechen introvertierte Personen mit qualitativ hochwertigen Aussagen heraus. Laut der amerikanischen Neurowissenschaftlerin und Managerin Juliet Hahn kann dieses Verhalten bei der Karriere ein großer Vorteil sein. Nicht nur Introvertierte können glänzen. Alle Menschen können sich die folgende Qualität aneignen. Hahn erklärt, dass die wichtigste Eigenschaft für den Erfolg in Unternehmen das klare Schreiben bzw. die Fähigkeit sei, sich schriftlich gut auszudrücken. Auf CNBC Mediate schreibt sie, wie Menschen das erlernen und anwenden können. Juliet Hahn erklärt, dass es in jeder Branche von Vorteil sei, sich strategisch und klar auszudrücken. Das könne schriftlich in einer E-Mail, in Interaktionen mit KollegInnen oder bei einer Präsentation passieren. Die Fähigkeit mache laut Hahn außerdem selbstbewusster im sozialen Umgang mit anderen Personen. Gerade in Führungsebenen sei das besonders hilfreich. Hahn gibt 5 Tipps, mit denen Sie die eigenen Fähigkeiten verbessern. Für jede Information ist das richtige Format wichtig, so Hahn. Komplexe Themen können meist am besten als Präsentation mit Grafiken dargestellt werden. Für interne Ankündigungen, die eine Belegschaft betreffen, sei eine Rundmail eine gute Wahl. Kleinere Themen wie Feedbacks oder Updates zu Arbeitsprozessen seien über persönliche Nachfragen oder kurze Chatnachrichten am effektivsten. Was wir für ein verständliches Wort halten, kann eventuell zu einem Hindernis werden, das die Informationsaufnahme für andere schwierig macht. Einer Studie aus 2020 zufolge führt Fachjargon nämlich zu einer Unterbrechung bei der Verarbeitung von Informationen, selbst dann, wenn der Begriff im Anschluss erklärt wird. Hahn empfiehlt daher, sich so einfach wie möglich auszudrücken. Es könnten beispielsweise Metaphern benutzt werden, die für viele Menschen verständlich sind, so die Expertin. Alles, was nicht notwendig für den Inhalt sei, könne weggelassen werden. Denn, je komplexer eine Ansprache, desto mehr Menschen schalten mit der Zeit ab. Das Ziel im Arbeitsalltag ist es, dass die anderen dranbleiben und verstehen, worum es geht. Doch viele werden im Arbeitsalltag mit Mails überflutet und sind daher weniger aufmerksam. Hahn rät. Hahn erklärt, dass es gerade bei schwierigen Entscheidungen wichtig sei, andere MitarbeiterInnen abzuholen. Für Betroffene in einem Unternehmen können besonders in Zeiten des Umschwungs Gedankenprozesse und Überlegungen sehr wichtig sein. Das zeige Selbstsicherheit und wirke verantwortungsbewusst. Raum für eventuelles Feedback und Sorgen des Teams sei ebenfalls wichtig. Eine Mail zu schreiben, ohne sich dabei Mühe zu geben, zeigt sich schnell beim Lesen. Darum, keine halben Sachen. Hahn empfiehlt. Verwendete Quellen: CNBC Make It, Barmade, Sage Journal.